Ukrainische Truppen sind überraschend in die russische Region Kursk eingedrungen. Die Offensive ist die größte mit feindlichen Truppen auf russischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach russischen Angaben überquerten am 6. August rund 1000 ukrainische Soldaten die Grenze. Demnach waren mindestens 11 Panzer an der Invasion beteiligt. Die Ukraine spricht von mehreren tausend Soldaten. Kiew zufolge war die Grenze nur mit einigen Minen gesichert. Das russische Fernsehen zeigt Bilder von Artillerieschäden, zum Beispiel im 10 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Sucha. Ein Geistlicher aus der 5000 Einwohner zählenden Stadt berichtet von brennenden Häusern. In Sucha befindet sich eine Gasübergabestation für den Transit nach Westeuropa. Die Kommunikation in der Region ist offenbar zusammengebrochen. Nach russischen Angaben wurden bislang 12 Menschen getötet und mindestens 120 weitere verletzt. Mehr als 120.000 haben die Region verlassen. Zehntausende weitere wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Sonderzüge bringen die Flüchtlinge nach Moskau. Die Ukraine erklärt, 1000 Quadratkilometer erobert zu haben, eine Fläche so groß wie die Insel Rügen. Moskau spricht von etwa 300 Quadratkilometern. Russlands Präsident Wladimir Putin hat unlängst beklagt, die Ukraine attackiere in der Region Kursk Zivilisten und zivile Infrastruktur. Er hat demnach mit den Chefs der Sicherheitsbehörden über eine Antwort beraten. Worin sie besteht, ist noch unklar.